Guten Tag. Guten Tag.
So, ich bin ganz aufgeregt. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Gerade mit dem Update fertig geworden. Ich bin voll gespannt jetzt. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Chernobylite. Chernobylite. Ja, wo ist es denn? Ja, hier ist es. So, ja. Ja, und jetzt? Wieso sehe ich das nicht? Ah, ich habe was gesehen. Jetzt ist es weg. Ah. Okay. Audiosprache Russisch. Aber warum nicht, oder? Ja, nehmen wir Russisch. Sprache Deutsch. Untertitel Yes. Audiogerät. Audiogerät? Heimkino? PC? Hä? Hä? Wie? Hä? Kopfhörer. Hä? Kopfhörer. Okay. Passe die Helligkeit an, bis du das dunkelste Symbol kaum noch siehst. Okay. Oh, jetzt ist es aber langsam, oder? Jetzt ist aber hier. Oh, jetzt ist aber so, würde ich sagen. Okay. Okay. Oh. So, ich fange jetzt, weil ich das letzte Mal das Spiel, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gespielt habe und auch nur ganz kurz. Im Early Access, als das Spiel eigentlich gerade erst begonnen wurde, also ne, die Programmierer quasi gerade begonnen haben, und ich mich an nichts mehr erinnern kann, würde ich sagen, ich mache ein neues Spiel. Weil ich habe vor lauter Hype habe ich das Spiel gekauft im Early Access, weil ich ja so ein großer Stalker-Fan bin. Muss ich kaufen, ne? Dann mache ich jetzt einfach mal ein neues Spiel, oder? Neues Spiel. Überlebensschwierigkeit mittel, schwer, verrückt, sehr leicht. Ja, mal als Mittel hier, oder? Mittel, Mittel. Einführung überspringen. Nö, 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 ist alles gut. Charakterporträts anzeigen, wenn wichtig. Okay. Okay. Du bist sicher dein gesamter Spielfortschritt? Ja, klar. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das Spiel speichert deinen Fortschritt. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки – технологии рекультивации. Кажется, 90-е, притом 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно – саркофаг трогать нельзя. Oh, creepy! Creepy! Das war creepy. Das gefällt mir. Okay, das waren anscheinend reale Aufnahmen. Neue Sarkophag. Ganz viel bewegt. Bin ich das? Ah ja. Jetzt ist abgestürzt. Hä? Ist abgestürzt? Ist nicht dein Ernst jetzt. Ist wirklich abgestürzt. Unfassbar. Ich hab nicht angefangen zu spielen, da stürzt er schon ab. Ist das ja ein Arschloch? Unfassbar. Okay, soviel zum Early Access, ne? Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ich muss überlegen. Ich werde den mal beenden. So, wenn ich den jetzt beendet habe. Jetzt fängt er schon wieder an mit dem Ganzen. Also, was soll denn das? So, ich check mal kurz mal.
Ich pimp mal hier ein bisschen meine Lüfter auf Maximum. So, er hier auch noch. Zack, Änderung speichern. So, dann müsste ich. Ich sollte vielleicht mal, bevor ich das Spiel jetzt gleich wieder anfange, sollte ich vielleicht mal die Grafikeinstellung checken. So, wieso sehe ich jetzt nicht? Ah ja, okay. Alles klar. So, okay. Das ist ja nichts Neues. Das habe ich schon getan. So, Optionen, Grafik. So, was ist hier los? Warum ist das so? Grafikqualität Ultra, vielleicht ist das ein Problem. V-Sync aus, ist vielleicht auch ein Problem. Gibt es ein dynamische Frames? Gibt es sowas? Unbegrenzt, nee, das ist schlecht. Oder? Keine Ahnung. Na, ich lasse mal auf Standard 60. Aber das ist vielleicht ein Problem hier, Ultra. Machen wir hoch. Fenster Vollbild, Vollbild. Sichtfeld. Anwenden. Ah, DirectX kann ich hier nirgends einstellen, oder? Ob 11 oder 12. Okay. Dann würde ich würde mal sagen, also hier haben wir noch was. Ah, hier haben wir was. Okay, alles klar. Mücke, geh weg. Ja, hier kann man auch kennen. Hier kann man höchstens die... Ah, ist okay. Gut, okay. Ich teste einfach mal wieder, würde ich sagen. Und ich hoffe dann, dass es nicht nochmal abstürzt. Okay, alles klar. Neues Spiel. Ich habe ja quasi noch gar nicht angefangen. Mal für Neues. Okay. Okay. Okay, das habe ich schon gesehen. Das überspringe ich mal. So. Da bin ich hängen geblieben. Игорь, просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. Сперцоны. Угу. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Хименюк? А я говорю, что мне стоит я бисен умкукен, но... После стольких лет. Не очень viel. С максимум, я. Wo sie hin? Hä? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Da stimmt doch was nicht. Hey, Kulinax! Eine Freude. Tanja. Okay, ich habe hier ein neues Spiel am Start. Was heißt neues Spiel? Ich habe das... Tanja, прекращай эти шутки. Damals, als das im Early Access angeboten worden ist, habe ich schon mir das direkt gekauft. Das ist aber... schon 2 Jahre her oder so. Guck mal, stimmt das mit meinen Frames nicht? Und heute ist das Spiel anscheinend voll released worden. Ich frage mich schon gerade, ob das hier an meinen Frames hängt oder ob das an seiner, weil er ein bisschen am Dösen ist. In seiner Traumwelt ist. Aber es ist ja so, so wäre es ja quasi unspielbar, ne? Was ist denn, wenn ich die Grafikoption noch weiter runtersetze? Hat das damit was zu tun? Was ist, wenn ich die auf normal stelle oder so? Mittel. Okay. Ich versuch das mal. Ist das besser geworden? Ich glaube ein bisschen. Nicht sicher. Ah ja, okay. Ich ignoriere das einfach mal. Die Wolken über Tschernobyl. Von wann ist die Zeitung? 11. Was? Montag? Man weiß es nicht. Ranzoom. Achso. Aha. Muss ich das jetzt durchnehmen? Muss ich durchlesen, oder? Notiz ein, ausblenden. Ach, steht er hier. Die Folgen des Tschernobyl-Desasters sind entsetzlich. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ebenso viele Menschen an Reaktorschäden starben. Achso, das kennen wir ja alles.
Oder? Das ist die reale. Ja, das ist die reale Geschichte. Okay, die kennen wir ja schon. Ja. Okay. Nichts Neues, ne? Gut. Oh, oh. Das sieht aber geil aus. Deshalb ist es. Also wahrscheinlich geht deshalb meine Grafikkarte in die Knie. Schätze ich mal. So, Kulinax. Wie war denn das? Du wolltest heute. Nee, morgen wolltest du streamen, oder? Morgen ist der Stream. Nicht heute. Morgen Donnerstag, oder? Also die Grafik. Ah, jetzt ist das. Das sind die Frames noch besser geworden. Okay. Aber die Grafik ist nochmal geil. Okay. Gefällt mir. Morgen war das. Ah, okay, okay. Jetzt bin ich in der Sperrzone. Подожди. Wer redet da? Es ist ein bisschen creepy, ne? Es ist etwas creepy. Aha, da ist jemand. Das sieht mir sehr surreal aus. Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор Хименюк. Стас на мне. Also die Atmosphäre ist ja schon mal schön, ne? Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? Die Atmosphäre ist geil, gefällt mir. После стольких лет. Oh, Alter, ist nicht dein Ernst! Ну хватит уже! Ah, okay, alles klar, alles klar. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Sind die so frech? Sind die so frech? Unfassbar. Kann das sein, dass die Musik ein bisschen laut ist? Kann das sein? Oder ist das okay? Oder habe ich die zu laut auf dem Ohr? Dann habe ich deshalb erschreckt. Ich habe es mal auf meinem Ohr ein bisschen leiser gemacht. Aber sollte die Musik oder Sound im Spiel zu laut sein, bitte ich um Feedback. Dann mache ich es ein bisschen leiser. Ey, mir gefällt die Grafik so gut. Also hat sich einiges getan. Ich habe es zwar nicht mehr in Erinnerung, aber so gut habe ich die Grafik nicht in Erinnerung. Oh, 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 oh. Okay. Werde ich hier jetzt sterben zum ersten Mal? Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Ah, laufen kann ich auch schon. Ah, springen geht auch. Kriechen geht auch. Alles klar. Aber ich... Ah, ich kann was machen. Was war das? Ist das Schlagen? Nicht sicher. Das sieht mir nicht sicher aus hier. Wird gespeichert. Ah ja. Was ist denn um links das? Oh, oder was steht da? Oder D? Nee, D ist ja BASD-Steuerung. Was ist das? Oh? Ja, oh, passiert aber nichts. Okay. Dart. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen lauter machen auf meinem Ohr. Soll ich tun? Muss wahrscheinlich da reingehen oder was? Oh! Ja, die kommt hinten hin. Ist klar. Ah, aber das ist schon mal hier. Das ist genau mein Ding hier, ne? So gefällt mir das, ne? Fuck you, Outlast. Ne? Hier ist eine Knarre am Start. Ich bin in Pripyat. Okay. Da war ich in Stalker, war schon. Oh.
genug. Ich soll rechts halten und links schießen. Aber worauf? Drücke, um zu schießen. Ach so, okay, jetzt habe ich es umgelegt? Wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Munition mehr. Oder was? Doch. Was soll denn das? Drücke zweimal AD, um auszuweichen, um Schaden zu vermeiden. Okay. Ja, nachladen. Ich sterbe hier. Oder so. Kann das sein? Ich bin tot. Wahrscheinlich, oder? Nee, das ist neu, das hier. Hä? Was war das? Ich bin komplett verwirrt. Jetzt ist meine Knarre wieder weg. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Werkstation F herstellen. Электрикteile aufheben F. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Soll ich jetzt irgendwas herstellen hier? Portalgenerator. Herstellen F. Nicht genug Ressourcen. Aha. Mhm. Okay. Dann nicht. Was soll ich tun? Dann wahrscheinlich alle Ressourcen aufheben oder was? Mhm. Ist das ein Bauen-Tutorial oder so? Was ist denn das hier? Meine alte Werkstatt. Reinzoom, rauszoom. Was soll ich jetzt tun hier? Kann ich irgendwas klicken? Aha. Keine Ahnung. Geh zurück an die Arbeit, das ist der einzige Weg hier raus. Jetzt kann ich das Ding bestimmt bauen. Okay. Herstellen. Naja, wahrscheinlich geht's jetzt, ne? F herstellen. Zack! The Portal Generator. Aus ein bisschen Alufolie gebaut und eine Heißklebepistole. Okay. Alles? Сразу она оцеплена. Нар церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Да пошел ты! Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Да пошел ты! Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого...
Чернобылита. Так он называется, Игорь. Чернобылит. Игорь. Okay, ist alles noch ein bisschen neblig, ne? Noch so ein bisschen verschleiert alles. Okay. Ich bin Igor, ne? Ist das richtig? Igor? Ich bin Professor. Professor Igor. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Okay, mein schönes Auto hier. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Das sieht nicht mehr so traummäßig aus hier. Wie sehen denn die Models hier aus? Na gut, die rennen jetzt von mir weg, ne? Oder kann ich mir angucken? Naja, sieht ein bisschen hölzern aus, ne? Wie sie laufen. Das hab ich auch schon mal in besser gesehen. Aber okay. Ist okay. So, da hinten leuchtet was. Hä? Ist das ein Lensflare? Okay, wir sind hier am Kraftwerk. Das ist der neue Sarkophag. Auf der linken Seite. Oh, das ist weg. Hä? Ich kann mich bewegen? Alter, die Explosion von früher. Flashback. Ja, sieht geil aus hier, gefällt mir. Wie schlimm ist die Strahlung nicht heutzutage? Was ist denn Ihr Job? Без паники, Оливер. Где ты видишь героев? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Jetzt sollte ich mal aufpassen, was die hier machen. So, wie sieht ihr denn aus? Ah, okay. Hey, was hat denn eine Waffe hier? Сюда. F, sprechen. Хватит разговоров. Вперед. После вас, Игорь. Дамы, умники, вперед. Antworte höflich, sag ihm die Meinung. Versteht er nicht, wie ernst die Lage ist? Es gibt Leben und Tod. Ist nur ein Scherz. Versucht die Stimmung aufzulockern. Okay. Ты шутник, да? Alles klar, Kollege. Ein Räuberleiter. Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Soll ich mich irgendwie bücken? Achte auf Kompass am oberen Bildschirmrand. Geht deine Ziele, welche Charaktere und Ereignisse sind darauf markiert. Wirf einen Blick drauf, wenn du dich verlaufen hast. Achso. Ja, soll ich mich jetzt hier ducken oder soll ich nochmal gehen? Ich sehe ja keinen hier. Oder? Ist da jemand? Ich sehe niemanden. Ich gehe einfach mal weiter. Geh hier rüber? Nein, ich gehe nicht. Bleib in den Schatten. Achso. Aber wir hatten das jetzt gesagt. Wer sind Sie? Fräulein. Ich merke schon, das ist der Mystery-Faktor hier, oder? Jedes gute Spiel oder jeden guten Film gehört ein bisschen Mystery, ne? Okay. Achso, ja, steht da bei mir. 119 Meter voraus. Ich bleib einfach mal geduckt. Schaden kann es ja nicht, ne? Außer, dass ich hier von Grasmilben attackiert werde. Hoppla. Ich wollte nicht springen. Okay, ich sehe aber keinen Feind oder so, oder? Was? Werde unsichtbar. Alles klar. Das heißt... Okay, ist jemand in der Nähe. Da ist jemand, oder? Da ist jemand. Was mache ich denn jetzt? Kann ich da hinten rumgehen? Ich muss wahrscheinlich hier rumgehen, oder? Oh, shit.
Ist das ein Autosave oder kann man normal speichern? Ah, man kann auch speichern. Dein 1 Minuten alter Spielstand wurde gespeichert. Du kannst ihn, also. Ich warte jetzt hier, oder? Bis der weg ist. Oder bis der irgendwie da steht. Soll ich jetzt gehen? Steht noch einer. Ist das richtig so? Keine Ahnung. Ah! Shoot. Geht er weiter oder geht er zurück? Shit, der kommt hierher, oder? Oh, guckt einer auf mich. Hat jetzt. Ich glaube, die sehen mich, oder? Keine Ahnung. Okay, hat anscheinend doch funktioniert, aber ich dachte, die hätten mich gesehen, ne? Ja, machen wir das Tor zu hier. Muss der Wind gewesen sein, genau, es war der Wind. Ja, ich renne ihm einfach mal hinterher hier. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Soll ich jetzt da irgendwas machen, oder was? Mit einem reden? Ah ja, okay. Igor, проверь уровень радиации, ладно? Misst die Strahlung, ja. Öffne die Tasche und rüste den Umgebungsscanner aus. Mit I. Umgebungsscanner, ich habe nur zwei Sachen. Ausrüsten F. 3, 6, da. Не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие. Okay. Tatjana. Was mache ich denn jetzt? Sprechen wieder. Okay. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер. Das ist schon ein paar so Hungerhaken, oder? Okay. Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Soll ich irgendwo anders hingehen oder soll ich dem folgen? Ich geh's einfach woanders hin. Ah, hier ist er. Tatsächlich, ja doch. Okay. Ah, gut zu wissen. Also woanders hinzugehen, kann lohnen. Okay. Was um Radarwinkel abzugeben und deine Umgebung zu erkunden. Also okay, das ist ein bisschen wie Tomb Raider, ne? Oder? Das erinnert mich an Tomb Raider. Wie oft kann ich das machen? Jetzt geht's nicht mehr. Ach so, es funktioniert noch. Okay. Okay. Soll ich jetzt mal da lang weitergehen? Ja, okay, es macht also Sinn. Geht das auf Entfernung oder dauert das? Ist das ein Cooldown-Timer? Das ist eine gute Frage. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Боже мой! Отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Okay, das war hier. Ich glaube, das kam auch bei der Serie vor, oder? Bei Tschernobyl-Serie. Die extra das Wasser abdrehen mussten oder aufdrehen mussten. Ja, da war doch was. Стоим! Вижу противника. Двое впереди.
тише. Антон, тот слева твой, а я возьму... Still, Антон, der linke ist deiner. Ich nehme den anderen, Oliver. Ого, поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Was soll ich jetzt tun? Soll ich irgendwas machen oder machen die das? Man weiß es nicht. Soll ich mit ihm sprechen? Achso, du willst die Wache ausschalten oder hebst du dir... Sieh die viel später auf. Achso, welche Wache denn? Da oben oder was? Nee. Ich sehe keine Wache. Nahkampfangriff, überwältigen Gegner, die dich nicht bemerken und leise im Arsch. Okay, alles klar. Versuch es. Okay, ich hab ihn nicht getötet, oder? Ich hab ihn schlafen gelegt quasi, ne? Ist okay. Alles klar. Du hast vorhin gezögert. Nächstes Mal solltest du das Messer benutzen. Ah, er hat das sogar bemerkt. Okay, alles klar. Das Messer benutzen. Also echt. Achso. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь. Твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка AZ5 еще работает. AZ5 Taste. А, hier. Soll ich nicht erstmal das da nehmen? Kettenreaktion. Achso. Das ist das schematisches Schema. Schematischer Natur, würde ich sagen. Ja, nee, dann drücke ich mal den Knopf, oder? Konsole verwenden. Okay. Татьяна? Hä? Игорь, ты там уснул, что ли? Warum zögerst du, Игорь? Wir haben nicht viel Zeit. Also sie hat Nein gesagt. Drücke die Taste nicht, aber sehr ehrlich. Drücke die Taste nicht und erfinde eine Ausrede. Drücke die Taste. Aber sie hat Nein gesagt. Oh, das ist jetzt gemein. Das ist ja gemein jetzt. Wenn ich ehrlich bin, dann drücken die Taste, ne? Da sagen die einfach, ey, bist du bescheuert? Wenn ich was erfinde, dann könnte das eher zum Erfolg führen. Dann sage ich zum Beispiel, nein, wenn wir das machen, dann fliegt uns der Reaktor um die Ohren oder sowas. Ich bin jetzt zwiegespalten. Ich erfinde einen Ausrede, oder? Okay, ich mach das mal. Система не отвечает. Если я ошибусь, в реакторе может случиться еще одно расплавление. Ты ничего об этом не говорил. И что теперь делать? Нам нужно найти другой способ попасть в реакторный зал. Нам это мне и Антону, так? Ладно, идем. За это нам и платят. Эй, es hat funktioniert. Okay. Die Frage ist, macht das Sinn, wenn ich auf sie höre? Gut, ich kenne den Plan jetzt nicht, ne? Vielleicht ist ihm sein Plan total bescheuert. Was immer der da macht jetzt. Keine Ahnung. Aber ich habe den Knopf nicht gedrückt. Es sollte ja irgendwelche weitreichenden Konsequenzen haben, ne? Naja, okay. Bis jetzt ist es mal sehr spannend, das Spiel. Muss ich zugeben. Was ist hier denn los? Wir hatten einen Plan. Warum hast du nicht einfach die verdammte Taste gedrückt? Du hast nicht mehr viel Zeit. Lauf. Okay, ich lauf. Aber wohin? Anton, пожалуйста. Ты меня нервируешь. Aufheben. Ich heb mal was auf. Даже холоднее, чем я помню. Тиберium. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время.
червоточину, прокладывает туннель с двумя выходами и использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Это будет Рик и Морти, oder? Das ist Rick and Morty. Куда, куда надо? Meine Portalkanone. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что, что? Моя невеста. Oh, du Raum und Zeit, ne? Da kann man eine Menge mit anfangen. Во время катастрофы, 30 лет назад. Ah, der will sie wieder retten, ja, retten oder was? Sie wieder, sie leben oder? Okay. Oh! Was ist das für ein Typ? Okay. Schwarzer Stalker. Ich hätte es dir gesagt, weil ich bin ja so zeitreisemäßig veranlagt. Ne? Ich würde sagen, das bin ich selbst aus der Zukunft. Der versucht mich aufzuhalten oder so, aber der hat mich jetzt gar nicht gekannt. Ne? Also würde ich das jetzt nochmal... das revidiere ich quasi. Was zur Hölle ist das hier? Oliver! Kann ich hier runterfallen? Куда ты делся, Oliver? Kann ich irgendwas ausrüsten? Eins. Okay. Wo bin ich hier? Das sieht ein bisschen abgespaced aus. Okay, ich folge dem vorgeschriebenen Weg. Da steht der Typ doch. Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? Okay. И где мы вообще? Мы внутри червоточины. Соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Я klar verstehe. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Okay. Soll ich jetzt weitergehen? Alles klar. Da ist ein Portal für mich. Ah, okay. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Припят. Tag 1, Tschernobyl morgen. Okay. Morgen der Tag oder morgen morgens quasi. Okay, wir haben hier eine Art Polarlicht oder was? Das kann ja gar nicht sein. In der Ukraine gibt's sowas? Singularität. Разрыв ткани реальности. Ah, ja, nee. Reiß am Gewebe der was? Ich gehe einfach mal weiter. Временный исход, иди. Ich kann mal das hier machen. Okay, sowas habe ich ja schon gesehen am Anfang des Spiels, oder? Kann ich hier kaputt gehen? Da steht ein Typ. Okay, da stand ein Typ. Muss mir das Angst machen oder so? Verfassung und Psyche. Muss ich da reingehen? Kann ich da reingehen? Soll ich da reingehen? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter hier. Oh, 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 was war das denn? Das sieht mir nicht sicher aus hier. Achso, da oben ist ja ein Ziel. Ah, okay, okay. Drücke V, um Taschenlampe ein- auszuschalten.
Ah ja. Okay. Da liegt was, ne? Ich habe gerade weggeguckt, ne? Aus Versehen. War da irgendwas Wichtiges? Da war bestimmt gerade ein Jumpscare, oder? Ich habe einen Jumpscare verpasst. Oh, es ist okay. Ist okay. Drücke, um zu springen. Achso. Leiter hochgehen. Geht nicht. Antistrahlungsmedizin. Du hast zu viel Zeit in verschlagenen Gebieten verbracht. Verwende eine Antistrahlungsmedizin aus deiner Tasche, um deine Strahlungswerte zu senken. Drücke I, um die Tasche zu öffnen. Okay. Verwenden F. So. Ist das jetzt besser? Ach ja, unten ist also die Strahlung gewesen. Das Rote. Okay. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe es gesehen und das war ein bisschen. Es erinnert mich ein bisschen an das Spiel 4. Da kamen auch mal solche kleinen Einblendungen von der Alma. Von den Mädchen. Schon ein bisschen scary, ne? Okay. Also gegen die Grafik kann ich echt nichts sagen. Gut, die Modellgrafik von den Charakteren, die ist jetzt nicht so gut, ne? Wähle über RT Kräuter aus. Kräuter können zur Herstellung benutzt werden. RT. Ah ja. Okay. Ja, die Charaktermodelle sehen jetzt nicht so besonders aus, glaube ich jedenfalls, wenn das erste, was ich gesehen habe. Aber die Umgebung ist schon mal richtig geil, die Grafik. Und ich habe sie halt nur auf Mittel stehen, ne? Ich habe sie nicht mal auf Ultra oder hoch. Finde ich schon mal sehr schön, ne? Okay, also soll ich das nochmal benutzen? Ah, das ist noch mehr. Okay. Ah, das ist noch mehr. Okay. Ja, es gibt nichts Besseres als verstrahlte Pflanzen zu pflücken in der Sperrzone. Das Beste, was man machen kann. Mechanikteile. Okay, ich folge dem Weg. Soll ich jetzt irgendwas machen? Weil warum die Nachricht da immer noch steht? Wähle über RT Kräuterer. Achso, soll ich das machen? Kräuter, so, und jetzt? Finde nun ein Lagerfeuer und stelle dort nach. Okay, ein Lagerfeuer. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Okay, das ist ja Zufall, dass hier ein Lagerfeuer ist. Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Sachen ein. Elektrikteile. Aha. Ich sammle da hinten noch das Zeug ein. Brennbare Teile. Oh je, weh. Kann ich hier Bomben bauen oder so? So, okay, wie mache ich das jetzt? Kochstelle herstellen. Was jetzt? Kräuter oder was? Hey, Miss Complicated. Friss Hay? Friss Hay? Friss Hay. Friss Hay. Miss Complicated. Hallo. Friss Hay. Darüber muss ich nachdenken. Besonders Friss Hay mit 3S, ne? Jetzt muss ich doppelt drüber nachdenken. Wieso wird das Smiley nicht angezeigt? Achso, das sollte ein Smiley sein. Ja, keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts geändert. Ich schwöre. Ey, ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Du bist hier Moderator und Editor und hast ihn nicht gesehen. Ich habe nichts verändert. Kann ich wenigstens mein Future Man machen? Ich versuche mal mein Future Man oder geht oder wie? Future Man! Guck mal, mein Future Man geht. Nicht, dass da irgendwas deaktiviert worden ist.
Das ist Steven's Emoji, aber er wird nicht angezeigt. In meinem Chat sehe ich ein Smiley, aber bei dem über dem deinem Bild nicht. Vielleicht ist das irgendwie ausgeschaltet oder so. Aber ich habe nichts getan. Ich schwöre. Wo kann man das? Wo kann man so eine Verwaltung machen? Müssen wir Steven fragen, ne? Was ist denn hier? Smileys? Keine Ahnung. Freigeschaltet? Alle. Na gut, ich kann nur die Smileys auswählen, die ich machen kann, ne? Aber es ist nichts gesperrt. Verstehe ich nicht. Versuch's mal nochmal. Versuch mal einen anderen Smiley von Steven. Der wird aber angezeigt. Ja, ja, ist der Toad. Der Toad wird angezeigt. Versuch mal ein anderes Steven-Emoji. Hm? Ja, was seltsam. Was soll ich jetzt machen hier? Das Ding hier. Wie mache ich das? Herstellen F. Zack. So. Seid ihr zufrieden mit mir? Das ist eine Heilsalbe. Wie soll ich das machen? Anti. Aber habe ich doch gerade gemacht, oder? Ne, hier. Nee. Hä? Beruhigungssalze, Antistrahlung. Achso. So. Ne, es geht nicht mehr. Hä, wieso geht denn das nicht? Ist das vielleicht ausgestellt irgendwie so oder irgendwie schon, aber keine Ahnung warum. Du kannst ja normalerweise ja jeden Smiley in jedem Chat benutzen, den du freigeschaltet hast, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe auch wirklich nicht, ich habe keine Einstellung verändert. Ich habe echt keine Ahnung. Habe ich von irgendwann mal irgendwelche Emotes bekommen? Dann könnte ich mal so einen testen. Auch hier von Captain Amaro habe ich welche. Und von jemand anderem noch. Soll ich mal so Captain Amaro-Dings machen? Geht das? Das scheint zu gehen. Dann verstehe ich es nicht. Hab dies gemacht, muss Steven mal später fragen. Vielleicht stimmt was nicht mit seinen Emojis. Ja, ich habe jetzt mal einen anderen geholt. Von Captain Amaro, ne? Das hat anscheinend funktioniert. Frag mal Steven, ja. Seltsam. Das wäre aber very strange. Sehr seltsam. Items, die du einsetzen kannst, werden automatisch zum Schnellmenü hinzugefügt. Wenn 1, 2, 3, 4, 5, 8, um die neu erstellte Medizin schnell einzusetzen. Du kannst Items auch mit. Was? Page down oder was? Page up? Auswählen. Hey, ein neuer Follow. Was ist denn das für ein Name, bitteschön? Was war denn das für ein Name? 2600 Dingens, Underline, A, B, X, Y. Oh. 2603, 6000. Was sind das? Was sind das? Ist das ein Bot? War das ein Bot? War das ein Binärcode? Ah ne, Binärcode sind 01er. Das war ein seltsamer Name. Wurde ich von einem Bot gefollowt? Man weiß es nicht. Sieht komisch aus, oder? Der passt ja gar nicht unten in meine Liste rein. Der ist so lang, der Name. Ich bin gespannt, was da passiert. Okay. Er antwortet aber, er sagt doch nichts im Chat, der Bot. Okay. Also, was soll ich jetzt machen? So kann ich die auswählen. Ah ja, okay. Und mit links bestätigen. Soll ich jetzt so ein Ding benutzen oder was? Eine Heilsalbe? Ne, 7. Ne, was ist das? Ne, 4 ist das. Soll ich das jetzt machen oder was? 4. Ne, was ist denn die Heilsalbe? Da oben ist die Heilsalbe. 5. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay, okay. Hat funktioniert. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt weiter, oder? Ich mache noch einmal den Lara Croft Tomb Raider Aufdeckung. Okay. Da ist ein Sack Zement. Ah ne, brennbare Teile. F. Ah guck mal, ich kann links und rechts lehnen. Naja. Okay. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Achso, ne, ich muss mal antworten hier. Versuche dich an die Parole zu erinnern. Schrei ihn an. Ja, das ist die beste Option, ne?
Sollte dir jemand mit einer Pistole, sollte dich einer bedrohen, mit einer Pistole, schrei ihn an. Was Besseres kann man niemals machen. Also ich versuche mich mal an die Parole zu erinnern, ne? Da погоди ты! Не могу думать, когда меня целятся. Kannst du das hinternehmen? Ich kann nicht denken. Igor! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Scheint der Bot zu sein. Da steht Konto vor 20 Minuten erstellt. Ah ja, okay. Igor, das hab ich auch gewundert, ne? Du hast uns auf alle руки, Master. Осмотри здесь. Okay. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Das ist deine Mentor. Erschaffe Ordnung aus diesem Chaos. Okay, ich höre wieder Stimmen aus dem Jenseits. Kann ich da das Ding aufmachen hier? Nee, natürlich nicht. Okay, sprechen, Oliver. Wenn die Panzer auf Haus fertig ist, sag mal. Ich hab gedacht, ich baue ein Haus oder so. Oder ein Auto. Eine Panzerfaust, sag mal. Drücke B, um mit dem Wiederaufbau deiner Basis zu beginnen. B. Solange du dich im Baumodus befindest, kannst du bereits errichtete Bauelemente markieren und durch Drücken von T abbauen, um Ressourcen zurückzugewinnen. Das ist ein bisschen wie Fallout, oder? Teste die Funktion an herumliegendem Schrott. Okay, hier ist Schrott, oder? Zack. Ja, sieht wie Fallout hier. Haben die das da abgeguckt? Das haben die garantiert abgeguckt von Fallout. Würde ich meinen. Okay, aber warum gucken sie sowas von Fallout ab? Warum sowas? Das Bauen. Warum gucken sie das Bauen bei Fallout ab? Wir können das anders abgucken. Die riesige Open World können sie sich abgucken. Das ist ja bei Fallout ist das Beste. Okay. Noch mehr Schrott. Okay. Ich habe den ganzen Schrott entfernt. Was soll ich jetzt machen? Rufe mit F ihren Inhalt auf. Wähle dann Bauwerkzeuge. Was jetzt? Bauwerkzeuge. E und Q. Hier ist Bauwerkzeug. Und jetzt F oder was? Finde einen geeigneten Ort zum Bauen, in dem du rumläufst und dich umsiehst. Ob ein Bauelement... Achso. Ja, wie Fallout. Wie Fallout. Soll ich das jetzt da hinstellen? Eine Werkbank oder was ist das? Bauen. Zack. Und nu? Du kannst nun einfache Bauelemente bauen. Sieh dir gleich einmal an. Du wirst jeden Tag die Möglichkeit haben, zur Basis zurückzukehren. Und sie weiter auszubauen. Yay. Yay. Sofern die notwendigen Ressourcen hast. Wenn du fertig bist, kannst du den Baumodus mit Tab verlassen. Das kann ich oben noch machen. Was ist das? Laserschnittmaschine. Soll ich die bauen oder was? Mit einem starken Laserstrahl kannst du aus gehärteten Metall Industriemaschinen. Okay, baue ich halt, ne? Ne, geht gar nicht, oder? Aber da fehlen mir wahrscheinlich Teile. Warum ist das da oben dann? Warum ist das da oben dann machbar? Oder ist das einfach nur Rezept vorhanden? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann mache ich jetzt, gehe ich hier raus und jetzt? Verlassen. Ah, okay. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? B oder was? Objekt, ne, Objekte zum Bauen. Hm? Wie kann ich das jetzt benutzen? Gar nicht. Hä, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was soll ich machen? Ich gehe einfach da hoch. Ich смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Да. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодиться. Мне так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Ну-ка. Igors Zimmer öffnen. Oder soll ich erst da hochgehen? Keine Ahnung. Ist das mein Zimmer? Ah ja, okay. Alles klar. Das hast du gut gemacht. Das ist kompliziert, das hast du gut gemacht. Ranzoomen, rauszoomen. Aha, ein Headset. Aha.
Derjenige klaut Daten, habe ich gut gesehen. Welche Daten denn? Was kann der klauen? Hä? Was kann der denn klauen? Was gibt's denn zu klauen? Ich bin noch arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe doch gar nichts zum Klauen. Okay, ich kann nicht meine Frau angucken, ne? Hier. Okay. Wird das Video noch creepy? Mach's aus. Grad. Achso, ja klar. Aber wie kann der Daten klauen? Oder welche Daten denn? Hä? Was kann ich denn klauen, wenn ich ein Follower bin? Mein Lebenswerk. Okay. Sieht aus. Das kann jedes Ereignis aus der Vergangenheit nachstellen, wenn man es mit den richtigen Daten füttert. Ah, okay. So ein bisschen Cyberspace. Okay. Keine Ahnung. Der hat da so einen Stream offen. Da sieht man alles über die Leute und die Leute schreiben. Man soll sofort bannen. Nee, ist okay. Ich glaub dir das. Den wusste ich gar nicht. Okay. Oh je, ist ja dann grausam. Okay. Was hältst du von meinem neuen Overlay? Also ich will ja nicht. Also es ist keine Ahnung, ob das so bleibt, aber es ist einfach mal besser als gestern, oder? Ich denke mal, so spart es auch eine Menge Platz. Wow, das sieht ja mal geil aus. Cool. Dann ist das Kraftwerk. Geil, sieht gut aus, oder? Kann man so lassen eigentlich. Mal zuerst so lassen. Gucken wir mal. Aber so kann ich noch kann ich so mit leben, ne? Das passt schon. Ja, ist schick. So, was mache ich jetzt hier? Aha. Sag mir, dass du nicht zurück ins Kraftwerk, was? Mhm. У нас почти не осталось боеприпасов и до всего. Ты же вроде нужно будет kurz anzocken, это же уже wieder 9 Uhr gleich. Припасы. И самое главное, нам нужен чёртов план. Sag ihm, dass Tatjana nicht warten kann. Stimme Oliver zu, ich sollte mir wenigstens anhören, was er zu sagen hat. Er versteht es nicht. Nee, ich muss Stimme Oliver zu. Ладно, ich bin Pragmatiker. Будь по-твоему. Рад, что ты. Die reden einfach so schlimm. Видишь эту доску за мной? Die reden einfach so schlimm. Будем использовать ее для планирования. Die Russen oder was? Выясним, как пробраться. Ich finde das cool, oder? Ich könnte auch auf Englisch stellen, aber das doch klingt ein bisschen mehr authentischer, ne? Все о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, да, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, ja, Plan, ne? Нужно накопить припасов и все тут обустроить. Mhm. Начнем с мест для сна. Может какие-то старые кровати. Klingt mal böse, egal was sie sagen. Ja, stimmt. Das klingt alles böse, ne? Das ist genau das Gegenteil von Französisch, ne? Da klingt alles gut, egal was sie sagen. Alles was er sagt macht Sinn, ja? Ja. Ладно, так и поступим. Da bin ich großer Fan von. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? Да. И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? А, klar. Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Спасибо. Cool, ich habe jetzt eine Knarre. Überfall durchführen. Bitte was? Wie Überfall durchführen? Okay. Mission zuweisen, bitte was? Deine erste Aufgabe zu Beginn des Tages ist die Tagesplanung. Wähle aus, welche Mission du persönlich erledigst und welche du Oliver anvertrauen willst. Aha. Wähle weise, du kannst pro Tag nur eine Mission antreten. Okay. Die Pravda. Отсюда все видно. Ja, was soll er machen? Ты не справишься. Du kannst nicht alleine bestehen, aber es gibt andere, die dir helfen werden. Даже не знаю, с чего начать. Ich bin nicht sicher, was ich erst tun soll. Soll ich Oliver besorgen mal liegen lassen oder soll ich es selbst tun? Achso, nur einer von uns kann. Das ist ja blöd. Ich habe keine Ahnung. Verbleibende Tage 1.
Ich habe jetzt ein bisschen überfordert. Was soll ich tun? Soll ich das, soll ich einfach die allererste machen lassen oder wie? Was ist ein Info? T. Passiert nichts. Ah ja doch, da passiert was. Ressourcen in diesem Level. Aha. Ich habe ja keine Ahnung, ey. Ich kenne das Spiel doch nicht. Ich kenne das doch nicht. Soll ich mal da draufklicken? Standort zuweisen oder was? Mission starten. Oder F oder was? Igor ist die Hauptperson. Entscheide dich, wenn du auf eine markierte Mission schicken möchtest, indem du das Porträt auswählst. Wenn du Igor auf die Mission schickst, bist du alleine für ihren Erfolg verantwortlich. Bitte was? Achso, Igor bin ich hier. Okay. Ich schicke einfach den anderen Typen dahin, oder was ist denn jetzt hier? Ich mache einfach den hier, oder? Zack. So. Und jetzt? Fertig. Zurück. Ne, Mission starten, oder was? Igor muss man verlassen, die Basis eine Mission. Also, ich habe doch dem anderen jetzt eine. Ja, sag mal. Hä? Ну так что? Мы начинаем. Legen wir jetzt los. War das halt hier? Überfall. Hier stehen alle Schritte, mit denen man das Kraftwerk betreten und Tatjana retten kann. Das ist unser Ziel. Achso, dann sollte ich das jetzt erstmal nicht machen, oder? Habe ich das verstanden richtig? Der ist tot, ne? Ah, mein Abo für Stevens Kanal ist abgelaufen. Ach so. Ah, shit. Ah, shit. Dann hättest du besser das Abo, das Prime-Abo auf Steven, oder? Gemacht. Kann man das irgendwie verändern wieder? Rückgängig machen oder so? Nee, das geht nicht, ne? Oder neu zuweisen oder so. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll hier. Vorbereitung. 1 von 5. Also wahrscheinlich kann ich da gar nichts machen. Was soll ich das jetzt, was soll ich jetzt tun? Munitionslager Oliver. So. Mission starten. Dann muss ich den jetzt auch noch holen. So. Einige deiner Karten sind keine Mission. Achso, nee. Hä? Roter Wald, er hier. So. Jetzt habe ich jeden einen zugewiesen. Nee, Quatsch. Das bleibt bei dir. Okay, vielen Dank. Spasiba. Okay, aber jetzt hast du ja keine Emojis, ne? Ich habe ja noch keine. Darum müsste ich mich auch mal kümmern hier. Drücke, um eine Mission zu starten. Denke daran, dass durch schwierige Missionen auch Opfer fallen können. Was? Sowohl du als auch deine Gefährten können verletzt, entführt und sogar getötet werden. Aber vergiss nicht, auch der Hunger kann dich... Oh, sag mal. Sag mal, was soll das? Ja, ich muss ja irgendwas machen, oder? Ich bin nicht sicher, aber was soll ich tun? Hab genug Emojis. Ja, das ist ja gut. Okay. Trotzdem, ich hätte schon gern so vielleicht neue Emojis. Aber ich glaube, das ist teuer, ne, wenn man sich die machen lässt. Vielleicht kann man sich irgendwie... Ich muss mich da informieren mal. Vielleicht kann man sich irgendwie selber machen oder so. Oder erstellen. Ich habe keine Ahnung. So, das war's aber jetzt. Ich wollte eigentlich nur einmal kurz reinsneaken. Das habe ich ja jetzt. Das Auge von Moskau Nachmittag. Okay. Wenn du außerhalb deiner Basis in der Zone bist, kannst du ganz andere Sachen bauen. Drücke B, um bauen. Vergiss nicht, dass Bauarbeiten ziemlich laut sein können. Nutze was, wenn du bereit bist. Achso. Kann man hier Fallen, Werkzeuge, Umgebungsmodifikatoren. Was? Mhm. Ich verstehe aber nicht, was das soll. Was ist das? Tschernobyl-Neutralisierer. Sammelt und neutralisiert Tschernobyl in der Luft. Tschernobyl-Stürme sind damit seltener. Ich bin doch komplett... Warum? So, ich würde aber jetzt sagen, ich höre jetzt mal auf. Ich wollte nur mal reinsneaken hier. Was soll ich eigentlich machen hier? Ich habe ganz... Kann ich irgendwo... Ach, hier ist eine Karte sogar. Oh, cool. Markierung entfernen, ja. Was? Munitionslager.
Ja, wahrscheinlich kann ich mich jetzt hier auf dieser Karte so bewegen und einfach mal alles Mögliche plündern, oder wie? Oder habe ich... Ah, hier. Die Nahtruppen haben eine Art Munitionslager in der Nähe des Auges von Moskau errichtet. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Okay, ich wollte eigentlich schon ein bisschen reinsneaken. Das habe ich ja jetzt. Aber die Grafik ist so geil. Oh, die Bäume. Also, Wahnsinn. Gefällt mir. Die Charaktermodelle sind zwar durchschnittlich, aber die Umgebung ist geil. Guck mal die Bäume an, sogar die weiter weg sind. Okay, ich find's gut. Also ich bin noch ein bisschen gehypt. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich hier genau machen soll. Großartig. Anscheinend muss er seine Frau oder seine tote Frau wieder retten oder... Ja, keine Ahnung, ne? Ein bisschen Mystery. Ich habe noch... Ah, ich habe eine Waffe jetzt, ne? Die 6 ist das. Oh, ja, Schießkanone hier. Yeah. Okay. Also eine modernere Waffe gibt's auch nicht, ne? Okay, wie kann ich abspeichern? Kann ich speichern? Spiel speichern? Dein 2 Minuten an der Spielstand wurde gespeichert. Du kannst ihn jederzeit über das Hauptmenü laden. Cool. Ha, sieht besser aus als das andere, das du mal gezockt hast. Ja, das ist ja jetzt, also wie gesagt, heute ist das Spiel rausgekommen. Ich habe das Spiel jetzt schon seit, glaube ich, 2 Jahren im Early Access. Habe ich direkt gekauft, weil ich bin ja so ein Stalker-Fan von dem Spiel. Und das war ja quasi der, also, oder ein inoffizieller Nachfolger von Stalker. Und habe ich mir direkt gekauft damals, aber es war halt in der Alpha gewesen und nicht wirklich spielbar. Und jetzt ist es rausgekommen, seit heute. Und das habe ich eben erst gesehen, dass es halt offiziell rausgekommen ist, jetzt das Spiel. Also habe ich mir jetzt gerade den 2 Gigabyte großen letzten Patch runtergeladen und habe direkt angemacht, ne? Ja. Die mit Tschernobyl und so, ne? Ja, sieht gut aus, aber bis jetzt. Also bis jetzt ist okay, ne? Ja. Bin auch gespannt. Werde ich mal die Tage weiterspielen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir schon wieder gleich 9 Uhr. Unfassbar. So, ich habe gespeichert. Das sind Extras. Extras? Hosenpaket. Ey, Wolle lose kaufe? Hä? Muss man das verstehen? Keine Ahnung. Okay. Nee, aber ich muss jetzt langsam. Ich muss aufhören jetzt. Ich muss noch was essen und ins Bett gehen. Ich bin müde und... Joa, ne? Und morgen ist der Kodinax am Start. Deponia und so. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, bis morgen oder was, ne? Ja, mach's gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht mehr was.